Hallo Jungs, hier ist der Marc von Herzegal 68, heute für den Unboxing vom Hobau Hyper VT. Auch hier ist es ein Auto, das direkt vom Händler zu mir gekommen ist, war aber bestellt von einem Mitabonnierten. Also danke sehr, Jonathan, dass du das Auto hierher schicken hast lassen. Sorry. Und danke nochmal an Herrn Sebastian Wartel. Das ist die ARTR-Version, heißt nur Chassis mit Karosserie und Räder. Elektronik ist nicht dabei. Ich rate auch diesen hier zu kaufen gegenüber den RTR, weil den RTR nur ein 100 Amp abgedrosselter Regler und 4S. Und wenn man den Satz nimmt, der kostet 260 Euro bei uns und ein 6S reinmacht, hat man dann richtig Plausch mit dem Auto. Und hier ist er. Eine riesige, flache, schöne Karosserie. Ich sag jetzt mal, das ist eine futuristische alte 80er Jahre Sirocco. Einfach wieder auf den Tagesbedarf gemacht. Natürlich kommt hinten noch ein riesen Spoiler drauf. Ich mache jetzt einen Zoom, weil nur Israel hat Augenproblem und sieht nichts. Er sagt, ihr habt noch zu wenig Licht und er sieht nicht, was mit dem Auto los ist. Ich muss noch mehr zoomen. Also, was ist der Unterschied zwischen den Hobau Hyper SS GT Serie und der WT? Werde ich euch jetzt zeigen. Ihr habt es schon gesehen, Unterschied. Am WT hat Hobau eine ganze Reihe Optionen mehr gedacht für Wettbewerb. Heißt Carbonplatte, die man hier in den Querlenker einschrauben kann. Aluminium Achsenhalter, für mich unnötig. Und das ist eine richtige GT, weil gegenüber die SS-Serie, jetzt zoome ich mal ran, dass ihr es besser seht, ist der Chassis total, absolut flach. Kein Keep-Up mehr vorne, es ist kein umgebauter Buggy, es ist 100% eine GT. Dazu kommt sehr, sehr flache Stoßdämpferbrücke. Und vier gleich große Stoßdämpfer reicht ja überaus. Das Ding fährt ja nur Piste, also braucht man nicht viel Federweg. Genau wie auf dem Hyper SST, der ich bekommen habe, und der WT Buggy, ist hier nur Fett in allen drei Differentiale, also muss man sie auseinandernehmen und wieder ölen. Weil mit dem Fett ist es alles viel zu frei und bringt keine Kraft auf den Boden. Ich mag sehr die Felgen. Die Reifen allerdings sind extrem weich, muss man auch selber aufkleben, sind mehr so Buggy-Reifen mit mehr Gummi drauf. Natürlich haben die eine gute Straßenlage, aber die Laufleistung ist natürlich viel kürzer als bei richtigen Rally-Game-Reifen, wie jetzt hier diese PMC Super Soft. Die sind den Hammer. Anders auch ist die Karo-Halterung. Die haben hier Stipsel drüber gemacht mit schöne flache Teller, damit die Karo schön aufliegt. Sehr gut. Stoßstange ist auch wie am Hyper GT, aber viel besser gemacht. Es ist viel leichter, Kunststoff ist ein bisschen weicher. Also ich habe schon die von der GT nicht gekillt, die scheint noch besser zu sein. Der Chassis ist sehr leicht, wenn er leer ist. Also leichter als was die GT war, wenn sie leer war. Das ist natürlich nicht meine GTB, die war ja auch länger, sondern wie die GTS-Serie. Die Verstrebungen sind dieselbe als am Hobau Hyper SSTE. Und der SST kommt vielleicht noch auch nächstes Jahr als in WT-Version, in WT-Truggy-Version. Auf jeden Fall gefällt mir das alles sehr. Es ist extrem einfach gebaut. Hinten Dogbone, es reicht vorne CVD, ist sehr gut. Mehr braucht es nicht. Dieses Auto ist, kann ich sagen, ich bin es gefahren. Das ist gerade so gut als eine Mugen oder eine Serpent oder ich weiß nicht was. Es ist wirklich super ausbalanciert, natürlich wenn man es eingestellt hat auf seine Weise. Leider bei mir seht ihr es dann nicht fahren, weil der Käufer macht alles selber drauf, seine Elektronik, macht seine Karosserielackierung auch selber, weil der kann schon was. Und der fährt auch selber damit rum. Der Manni darf damit nicht fahren. Also das heißt, wenn ich einer fahren will, also einer euch zeigen will beim Fahren, weil gefahren bin ich hier schon, muss ich euch einer kaufen.
Und im Moment bin ich auf dem 1 zu 5 unterwegs. Das heißt, es geht eine Weile, bis ich wieder 1 zu 8 fahre. Toll daran finde ich auch die vordere, hier die Verstärkungsplatte, die voll aus Aluminium ist, schön gefräst. Auch hier sehr einfach gemacht, aber das reicht. Zu viel Schnickschnack kostet nur extrem viel Geld und bringt überhaupt nichts. Es muss leicht sein, es muss stabil sein für eine GT und das ist sie. Tschüss Jungs, bis bald.